rufen. Corona-Schutz in Dresdner Schulen und Kitas, eine dritte Welle präventiv bekämpfen. Hier liegt ein interfraktioneller Ersetzungsantrag vor und der müsste dann zuerst eingebracht werden. Frau Schanetzki möchte einbringen. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Bürgerinnen. Ich darf jetzt hier heute den Ersetzungsantrag einbringen, der von Linken, SPD und CDU mitgetragen wird, worüber ich mich sehr freue. Es ist tatsächlich so, dass es so ein paar kritische Stimmen gab, ob es diesen Antrag in der Form tatsächlich braucht. Ich denke schon und ich möchte es hier auch noch mal kurz begründen. Ich kann es ganz unumwunden zugeben, als ich von der Öffnung der Grundschulen und Kindergärten gehört hatte, hatte ich kein uneingeschränkt gutes Gefühl. Ich verstehe total gut, dass die Familien sich gefreut haben, dass sie auch erleichtert sind. Ich sehe auch die Notwendigkeit von schulischen und auch Begegnungen im Kindergarten für die kindliche Entwicklung und auch für das Lernen. Aber ich sehe eben auch, wie viel mehr persönliche Begegnungen durch diese Öffnungen wieder zustande kommen. Und das haben wir jetzt, glaube ich, alle gelernt, neben dem Impfen ist das die wirksamste Maßnahme gegen Corona, einfach wenige persönliche Begegnungen zu haben. Insofern reduziert sich also der Schutz durch die Öffnungen erheblich, unter anderem, weil beispielsweise wieder mehr ÖPNV genutzt wird, aber eben auch in den Einrichtungen selbst. Umso wichtiger war und ist es uns Grünen, dass wir als Politik und Verwaltung alles tun, um die unvermeidlichen Risiken zu mildern. Und im Bildungsausschuss wurde das so ein bisschen als Angriff auf die Verwaltung interpretiert. So haben wir das aber tatsächlich nicht gemeint. Wenn wir in einem Antrag nochmal aufschreiben, was Land auf, Land ab an Lösungsansätzen diskutiert wird und was aber unserer Wahrnehmung nach noch nicht genügend sozusagen auch umgesetzt wird oder auch vorbereitet wird, in Erwartung der Lockerungen, die jetzt eben auch noch kommen werden. Im Antrag haben wir also formuliert, dass es einerseits Tests geben soll, dass es in den gemeinschaftlich genutzten Räumen CO2-Ampeln geben soll und dass auch Lüfter zu prüfen sind. Diese Maßnahmen haben wir alle so formuliert, dass es gar nicht darum geht, dass wir uns als Politikerinnen anmaßen, ganz genau zu wissen, was zu tun ist oder wie man es ganz genau jetzt richtig tun muss. Aber wir wünschen uns oder wir fordern eben die Verwaltung, den GB2 und in enger Rücksprache mit dem Gesundheitsamt auf, zu prüfen, was ist tatsächlich sinnvoll und das, was sinnvoll ist, auch wirklich umzusetzen zum Schutz aller. Es werden dabei ausschließlich Maßnahmen gefordert, die in den öffentlichen Debatten von Expertinnen eingebracht worden sind und die von Spitzenpolitikerinnen in Bund und Land gefordert wurden. Insofern sind wir es aus meiner Sicht den Eltern und auch den Kindern, nicht zuletzt unseren eigenen Mitarbeiterinnen im Eigenbetrieb der Kindertagesbetreuung, aber auch bei den freien Trägern schuldig, diese Maßnahmen zu ergreifen. Ziel des Antrages ist es für uns auch, aus diesem Modus herauszukommen, dass wir den Maßnahmen immer hinterherlaufen, weil das ist aus meiner Sicht ein Jahr nach dem Beginn der Pandemie einfach nicht mehr vermittelbar. Die Kitas wurden mit der Ansage der Bundesfamilienministerin testen, testen, testen geöffnet und wir haben dann mal begonnen zu überlegen, wie oft wir die Mitarbeiterinnen eigentlich testen und ob das am Anfang reicht oder was man dann vielleicht noch so braucht. Gleichzeitig wurden die Betreuungsverträge einseitig durch die Stadt geändert, ohne klare Aussagen zur Erstattung der Beiträge für die nicht abrufbaren Stunden zu machen. Die Schulen werden geöffnet und da finde ich es tatsächlich problematisch, wenn in einzelnen Schulen Eltern auf Eigeninitiative Lüfter selber bauen oder Lüfter auf eigene Kosten anschaffen, während sie in anderen Schulen nicht vorhanden sind. Da wünsche ich mir einfach von der Verwaltung eine klare Stellungnahme, wann braucht es Lüfter, wann sind die sinnvoll und notwendig. Dort, wo sie sinnvoll und notwendig sind, müssen sie angeschafft werden. Wo das nicht der Fall ist, muss das aber auch den Leuten erklärt werden. Also ich sehe schon, dass auch ganz viel Kommunikation gefehlt hat an der Stelle, weil eben das Gerücht aufgetaucht ist, Lüfter sind das Allheilmittel und es eben nicht ausreichend angekommen ist, dass in Schulen, wo ich einfach das Fenster aufmachen kann, ich eben das Fenster aufmachen muss und dass das der beste Weg ist. Also ich glaube, da einfach das Sinnvolle zu tun und das Notwendige zu tun und gleichzeitig darüber zu kommunizieren, was sinnvoll ist und warum man Dinge tut oder nicht tut, das hat tatsächlich in den letzten Wochen ein bisschen gefehlt.
Gleichzeitig hatten wir natürlich das Problem, was wir sonst so aus Fußball-WM-Zeiten kennen, wo sich plötzlich alle für den Bundestrainer der Nationalmannschaft halten, so halten sich ja jetzt alle für potenzielle RKI-Präsidentinnen und hat halt jeder eine bessere Idee, wie es denn nun wirklich zu funktionieren hat. Vor dem Hintergrund wünsche ich mir fachlich begründete, mit dem Gesundheitsamt abgestimmte Entscheidungen für alle Bereiche im GB2, besonders eben für die Kitas, Schulen und Horte, sodass wir unseren Schutz Verpflichtungen gegenüber den Kindern, gegenüber den Mitarbeiterinnen, gegenüber den Eltern, gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern als solchen gerecht werden. Ich danke allen Beteiligten, die sich bei dem Antrag eingebracht haben, vor allen Dingen der SPD, der Linken, der CDU, nicht zuletzt Herrn Donhauser selbst, um auch hier heute noch mal ein Lob in diese Richtung zu verteilen, für die sehr konstruktive Zusammenarbeit an diesem Antrag und bitte in dem Sinne um Ihre Zustimmung. Vielen Dank. Soweit Frau Scharnetzky für die Grünen und damit steigen wir in die Fraktionsrunde ein mit der SPD, Frau Frohwieser. Bei Bedarf, okay, dann fällt das. Dann darf ich für die CDU, wurde Herr Dietze gemeldet, fragen. Herr Dietze, möchten Sie sprechen? Ja. Sehr geehrte Bürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, viele Eltern in Dresden sind in den letzten Monaten in Vollzeit zu Nachhilfelehrern, Köchen, Erziehern, Betreuern von Ganztagesangeboten geworden, die meisten von ihnen neben ihrer normalen Berufstätigkeit. Als Vater und Lehrer kann ich sagen, die Belastungen haben in dieser Zeit für die Familien ein kritisches Maß erreicht und die Bildungslücken sind spürbar. Daraus ergibt sich klar die Notwendigkeit, Strategien zu entwickeln, dass die vollzogene Wiedereröffnung der Kindertageseinrichtung sowie der Grundschulen nicht gefährdet wird. Dazu gehört, dass wir regelmäßige Testungen bei Schülerinnen und Schülern sowie bei dem Personal der Kindertageseinrichtungen der Schulen durchführen. Der Freistaat hat bisher allerdings nur das Lehrpersonal berücksichtigt, aber jetzt diese Lücke geschlossen. Es gilt nun, organisatorische Voraussetzungen zu schaffen, diese Testungen in Dresden umzusetzen, was das Hauptanliegen des Antrags ist. Ein Antrag, der eigentlich nicht notwendig hätte sein dürfen, zumindest in diesem Punkt. Bereits am 26. November 2020 haben wir dem Antrag V058920 Mittelbereitstellung, Mehraufwendung, Mehrauszahlung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie im Rat unsere Zustimmung gegeben. Dieser Beschluss war von der CDU in dem Punkt 4 ergänzt worden, in dem es hieß, der Oberbürgermeister wird beauftragt, analog der durch den Freistaat eröffneten Möglichkeiten für Lehrkräfte, sich regelmäßig auf Covid-19 testen zu lassen, dies auch für Erzieherinnen und Erzieher sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Schulsekretariaten zu prüfen. Dazu sollten zusätzliche Gespräche mit dem zuständigen Staatsminister für Soziales und gesellschaftliche Zusammenhalt über eine Unterstützung durch den Freistaat geführt werden. Ich bitte zu prüfen, wie es dazu kommen konnte, dass dieser Punkt in der ersten Beschlussausfertigung vom 1. Dezember 2020 nicht enthalten war und erst im Zuge dieses Antrags am 25. Februar diesen Jahres in einer neu ausgestellten Beschlussausfertigung korrigiert wurde. Das ist Schlamperei. Davon unabhängig weist der Antrag über die aktuelle Krise hinaus und nimmt die Frischluftqualität in den Unterrichtsräumen und Aufenthaltsräumen von Schulen und Kindertageseinrichtungen in den Fokus. Das Betreten eines Klassenzimmers ist immer eine olfaktorische Erfahrung und jeder Lehrer, der einmal in eine Klasse mit pubertierenden Jugendlichen nach dem Sportunterricht gekommen ist, weiß, wie wichtig die Möglichkeit für eine gute Durchlüftung, für den weiteren Lernerfolg und das eigene Wohlbefinden ist. Frischluft braucht es eben nicht nur gegen Corona. Hier muss geprüft werden, ob dies in allen Schulen und Kindertageseinrichtungen in Dresden abgesichert ist, zumindest in jenen Räumen, die eine regelmäßige Nutzung erfahren und notfalls Maßnahmen ergriffen werden, wenn diese nicht gegeben ist. Mit dem gemeinsamen Antrag wollen wir die Eröffnung der Kitas und Grundschulen absichern und damit einen Beitrag zur Bewältigung der Krise leisten. Ich bitte um Zustimmung. Soweit Herr Dietze für die CDU. Jetzt hätte die AfD das Wort. Herr Breuer war gemeldet. Sie sind auf Weg nach vorn. Und dann noch für die Linke Frau Apel. Frau Apel verzichtet. Bitte. Okay. Sehr geehrte Frau Bürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Gäste. Rot-Rot-Grün hat hier einen Antrag vorgelegt, der von Panikmache und Aktionismus lebt.
Das Anliegen, die Verbreitung des Virus in Schulen und Kitas zu unterbinden und somit erneute flächendeckende Schließungen zu verhindern, ist zwar prinzipiell erstmal richtig, allerdings schießt man hier deutlich über das Ziel und über ein vernünftiges Maß hinaus. Testen ist richtig. Einmal pro Woche ist dies vielleicht noch vernünftig und dies wird ja bereits vom Freistaat so vorgesehen. Noch häufigeres Testen, wie von Rot-Rot-Grün gefordert, wird auch von den Gesundheitsämtern nicht empfohlen. Hinzu kommt, dass man bei diesen Tests auch immer von einer gewissen Zahl an falsch positiven Ergebnissen ausgehen muss. Diese Zahl ist sehr klein. Der günstigste Wert, den ich dazu gefunden habe, liegt bei 0,6%. Das klingt sehr wenig. Wenn man aber die Prozentrechnung in der Schule verinnerlicht und nicht nur getanzt hat, kann man sich ausrechnen, dass diese 0,6% 6 von 1.000, also 600 von 100.000 sind. Diese falsch positiven Testergebnisse würden also einer Inzidenz von 600 entsprechen. Selbst wenn das Ergebnis dann noch durch einen PCR-Test korrigiert wird, erstmal müssen die Schüler und Lehrer nach Hause geschickt werden. Übermäßiges Testen kann also durchaus auch kontraproduktiv sein. Auf die Forderung nach Luftreinigungsgeräten will ich hier gar nicht näher eingehen. Dies ist praktisch nicht umsetzbar und das wurde ja auch im Ausschuss von der Verwaltung so dargestellt. Herr Donhauser hat einen Vorschlag unterbreitet, den wir schlüssig finden und den wir auch unterstützen würden. Dem vorliegenden Antrag können wir jedoch keine Zustimmung erteilen, auch nicht in der äußerst kurzfristig zugegangenen und nur sehr geringfügig geänderten Form. Ich danke Ihnen. Soweit Herr Breuer für die AfD. Ich erlaube mir die Bemerkung, dass wir die einzige deutsche Großstadt mit einer eigenständigen Hochschule für Tanz sind. So schlecht kann der Tanz nicht sein. Und jetzt hätte die Linke das Wort, Frau Apel, und dann noch Herr Löser. Frau Apel. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren, was wünsche ich mir als Lehrerin? Ich wünsche mir als Lehrerin, dass ich in der Schule sein kann mit meinen Schülerinnen und Schülern und dass wir in einer Art miteinander umgehen können, die einigermaßen funktioniert. Dass ich auf den Taschenrechner gucken kann und den Fehler suchen kann oder ich mich ihnen nähern kann, um zu sehen, wo haben sie denn den Fehler in der Rechnung gemacht, wo müssen wir korrigieren? Dazu brauche ich bestimmte Bedingungen, ganz klar. Und wenn hier erzählt wird, dass es jetzt schon alles so gemacht wird, nichts davon stimmt. Es wird überhaupt nicht gemacht. Und die Schulen, die montags früh mit einem Selbsttest beginnen, die kann man an der einen Hand abzählen. Das sind nämlich dann meist freie Träger, die sich das Material selbst besorgen auf eigene Kosten und dafür in Verantwortung gehen, weil sie ihre Kolleginnen und Kollegen auch und natürlich die Schülerinnen und Schüler schützen wollen. Und weil sie Angst haben, dass vielleicht nochmal welche sehr viele nach Hause gehen müssen und dann die Prüfungsvorbereitung eben nicht so funktioniert, wie sie funktionieren müsste. Wir haben jetzt tatsächlich eine Schülergruppe in der 10. Klasse beispielsweise, die jetzt ein Jahr Corona hinter sich hat, deutlich viel weniger Unterricht hatte. Und wo Schülerinnen und Schüler, die große Schwierigkeiten haben, tatsächlich den Anschluss zum Teil verloren haben. Das tut weh zu sehen, mit welcher Angst sie auch in diese Prüfung gehen und welche Sorgen sie sich machen über ihre Zukunft. Das Arbeitsamt kann gar nicht jetzt die Gespräche anbieten, die jetzt als Antrag gestellt werden, um meinetwegen zu besprechen, was passiert denn, wenn ich meinen Abschluss eben doch nicht schaffe. Digitales Lernen, so wie es jetzt zum Teil funktioniert und besser funktioniert als im Frühjahr, das ist sicher so, hat trotzdem seine Grenzen. Wir stellen fest, dass wir sozusagen allen Stoff schon irgendwie so durchgekriegt haben und jetzt kämen aber Bereiche dran, da brauchen wir die Jungen und Mädchen vor uns. Ich kann auf die Sternenkarte nur mit Ihnen gucken, wenn Sie sie in der Hand haben und wir gemeinsam das durchgehen können. Die Deutschlehrerin sagt, sie muss wirklich mit Ihnen gemeinsam schreiben und Sie müssen das besprechen. Also da müssen wir jetzt einfach losgehen und deswegen, was anderes können wir gar nicht machen. Wir müssen jetzt hier schnellstens die Bedingungen schaffen, dass wir die Schulen aufhalten können. Und wenn wir das eben nicht anders tun können als in dieser Form, wie es jetzt hier gemeinsam vereinbart ist,
dann müssen wir das auch so tun. Und ich glaube, Herr Breuer, Sie haben keine Ahnung, wie es wirklich in der Schule aussieht. Soweit Frau Apel für die Linke. Jetzt gab es noch weitere Wortmeldungen. Herr Löse für die Grünen und dann noch Herr Fischer. Genau. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, wir haben Zeitdruck, aber ich will es doch nochmal wirklich anknüpfen, auch an das, was Frau Apel hier gesagt hat. Und es ist ganz entscheidend, dass wir die Schulen offen halten. Und der OB, der ja gern in all seinen Presseäußerungen auf das Land und auf den Bund zeigt und sagt, was dort alles an Versäumnissen, die vielleicht wirklich auch da sind, vorliegt, hat ja nun heute doch anerkannt, dass sowohl das Land als auch der Bund da ganz richtige Entscheidungen vielleicht zurzeit getroffen haben. Aber es ist ja oft so, wenn man auf jemanden zeigt, dann zeigen irgendwie Finger auch auf einen selbst zurück. Und da will ich doch schon noch mal ein bisschen genauer hingucken. Und ich habe auch genau zugehört, was der OB gesagt hat. Und er hat gesagt, er möchte keine falschen Erwartungen wecken. Und das kann ich verstehen. Ankündigungspolitik, ja, das ist ein Thema. Und viele kritisieren zu Recht, dass der Bund sich wahrscheinlich in Ankündigungspolitik ganz schön vergaloppiert hat. Aber ich sage mal so, diese ganze Diskussion ist eine politische Debatte. Und wenn man nichts ankündigt, sagt man aber auch nichts dazu. Und andere OBs in anderen Städten, die haben sich an diesen Debatten beteiligt. Die haben angekündigt, worüber sie nachdenken. Da wurde schon vor Wochen geprüft, wie man zum Beispiel Schnelltests in Schulen organisiert und dort logistisch einführt. Da wurden Apps geprüft, wie man sowas dann auch logistisch mit den Gesundheitsämtern abgleicht. Und ich hätte mich gefreut, wenn unser OB etwas in dieser Richtung angekündigt hätte. Hat er aber nicht. Und jetzt sind wir in der Situation, dass das Land diese Selbsttests nun endlich zur Verfügung stellt. Ich halte das auch für sehr, sehr wichtig, denn wir öffnen gerade den Handel und die Gastro und bisher war es nicht so, dass wir die Schulen öffnen. Und ich bin sehr froh, dass ab heute der Freistaat gesagt hat, ab 15. Ist das wieder möglich. Aber wir müssen mal gucken, was in Sachsen gerade passiert. Wir nähern uns in bestimmten Kreisen, sind wir weit über der 100er Inzidenz, wir liegen bei 80. Wir laufen in die Gefahr, dass wir auch in Dresden relativ schnell wieder bei 100 sind. Und das heißt, nach Corona-Verordnung, wir schließen hier in 2-3 Wochen unsere Schulen wieder. Und es ist eine Katastrophe, wenn ich es mal so sagen darf. Sie haben vorhin vollkommen zu Recht gesagt, Herr Dietze, was das für die Schülerinnen und Schüler bedeutet. Und Frau Apel hat es auch noch mal eindringlich deutlich gemacht. Und ich glaube, momentan läuft so ein bisschen der regionale Wettbewerb auch innerhalb von Sachsen, wer es schafft, seine Schulen offen zu halten. Und ich halte das für die zentrale politische Forderung, auch unsere Aufgabe jetzt hier auf regionaler Ebene, das zu tun. Wir sind hier in der Verantwortung und wir müssen es schaffen, die Schulen offen zu halten. Und deswegen ist dieser Antrag ganz genau richtig, den der Stadtrat hier aufs Gleis setzt, nicht der OB. Der OB sitzt hier in dieser Frage eher im Schlafwagen, auch wenn er hinten dran hängt. Vielen Dank. Soweit Herr Löser für die Grünen. Herr Fischer für die Freien Wähler hat sich gemeldet. Bitte schön. Und danach Frau Frohwiese. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren, wenn wir als Fraktion das auch nicht mitmachen, dann möchte das wenigstens begründet werden. Mir stockte der Atem, als ich die Überschrift des Antrags zum ersten Mal las. Das klingt ja so, als wären die Schulen völlig hilflos. Leute, wir haben seit einem Jahr die Erfahrung mit Corona. Wir haben einen Lockdown durch und sind im zweiten. Wir haben im ersten Lockdown noch viel geübt, verständnislos und fassungslos geschaut, was da so kommt. Dann haben wir uns mal kurz erholt im Sommer und dann kam die zweite Welle. Alle, die vorher dachten, es kommen keine weiteren Wellen, wissen nun, eine dritte wird wahrscheinlich auch noch mal kommen. Das wissen wir doch alles. Und die Schüler, die Kinder in den Kindertagesstätten, die Erzieher, die Lehrer, die haben doch in diesem Jahr auch gelernt und eine Unmenge schon auf die Beine gestellt. Und jetzt kommen wir mit unserem Antrag, als wären wir so die, ja, ich würde sagen, als wären wir die Alleswisser und müssen jetzt eine Unruhe wieder verstärken, die gar nicht sein muss. Es sind so viele Maßnahmen eingeleitet. Die, die verantwortlich sind für das, was alles noch nicht läuft, das ist doch die Landesregierung und die Bundesregierung. Komm, Thomas, du musst da schon mal. Und ihr, die ihr den Antrag stellt, ihr seid ja von den Parteien, die in meinen Augen eigentlich versorgt haben. Also bitte nicht so viel Unruhe. Wir werden nicht zustimmen.
Soweit Herr Fischer, FDP, und Frau Frohwieser erhält das Wort. Sehr geehrte Frau Beigeordnete, liebe Kolleginnen und Kollegen, jetzt würde ich gerne sagen, es war der Herr Dietze, der mich provoziert hat, hier vorzugehen, aber diesmal war es nicht, wobei ich schon korrigieren würde, die allermeisten, die momentan zu Hause sich um die Kinder kümmern müssen, kann man an der Stelle tatsächlich sagen, sind Köchinnen, Lehrerinnen und wir haben auch eine Staatsministerin, aber das ist okay, da kann ich drüber hinwegsehen, ansonsten, es ist wirklich unsäglich, was hier manchmal von sich gegeben wird. Und ich möchte jetzt gar nicht viele Worte verlieren und es auch kurz machen. Der Stadtratskollege Löser hatte im Ausschuss, das darf man, glaube ich, zitieren, gesagt, wir haben Pandemie. Das mag dem einen oder anderen irgendwie immer noch nicht eingegangen sein. Und es ist mir auch völlig wurscht, wie irgendjemand Mathematik gelernt hat. Im Übrigen lernt man Mathematik, wenn man vorher getanzt hat, viel besser. 0,17% der Dresdner Bevölkerung sind an Corona gestorben. Boah, scheinen ja einige, die hier im Raum sitzen, zu denken, das ist ja unter 1%, ist nicht schlimm. Es sind 930 Menschen und es sind 930 Menschen zu viel. Manche dieser Vorschläge, die jetzt hier in diesem Antrag nochmal wieder auftauchen, liegen seit Herbst letzten Jahres auf dem Tisch. Und ja, auch hier im Raum, so mancher sollte mal in sich gehen, warum es nicht einfach gemacht worden ist. Jetzt kommen einige Dinge von Bund und von Land, aber nein, wir können nicht ständig als Kommune uns dahinter verstecken und sagen, das müssen die anderen machen. Gerade das Thema Schulinfrastruktur ist unsere Aufgabe und das Kita-Personal ist unser städtisches Personal. Dafür sind wir zuständig. Ja, wir haben Pandemie und keiner von uns weiß, was man richtig machen muss. Da werden Fehler gemacht und da korrigiert man Fehler. Das ist ganz normal und menschlich. Aber das Wichtige ist, dass wir jetzt endlich machen und aufhören, mit ausgestreckten Fingern immer auf die anderen zu zeigen. Oder Kollege Löse hat auch darauf hingewiesen, Schluss mit dem Wegducken, mit dem, was wir auch in der letzten Ausschusssitzung wieder erlebt haben, dass uns lang und breit erklärt wird, aber das geht nicht weil, sondern tatsächlich gemeinsam anpacken. Ich habe es hier in der letzten Stadtratssitzung schon gesagt, gemeinsam aus dieser Krise herauszukommen und gemeinsam alles Denkbare, Notwendige, Mögliche miteinander diskutieren, probieren, ausprobieren, mit dem Ziel, dass unsere Kinder wieder unbeschwert ihre Freunde treffen können, wieder draußen zusammen Fußball spielen können, drinnen kuscheln in der Schule, das lernen, was sie für ihr Leben brauchen, schwimmen lernen, im Sportverein Sport treiben, ins Theater, in die Bibliothek gehen. Und Himmel, ja, lassen Sie uns alle uns dafür impfen lassen, uns testen lassen, von mir aus auch dreimal die Woche, halten wir Abstand voneinander und ziehen wir so ein, entschuldigen Sie bitte, Stofffetzen über Mund und Nase, das ist ein absolut erträglicher Preis für die Zukunft unserer Kinder. Vielen Dank. Herr Nitsche. Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren, wie Sie es von Lehrer gehört, habe ich heute mal Lineal und Stift mitgebracht. Nicht zum zu korrigieren, sondern um vielleicht das eine oder andere aufzuheben oder zu vereinfachen, mit Ihnen gemeinsam natürlich. Erstmal grundsätzlich begrüßen wir den Antrag und wir begrüßen es auch, dass in Dresden die Schülerinnen, die Schüler, die Lehrerinnen, die Lehrer und alle anderen Pädagogen und das Personal in den Schulen geschützt werden soll. Und wir sind auch voll und ganz der Meinung, dass wir die Schulen und die Kindertagesstätten offen halten müssen. Und wir stimmen dem im Punkt 1 auch vollkommen zu, würden aber hiermit, und das wäre jetzt mein erster Antrag, im ersten Absatz um Streichung der Worte zumindest im eingeschränkten Regelbetrieb beantragen. Denn die hohe Priorität liegt bei uns darin, dass die Schule nicht nur eingeschränkt, sondern voll und ganz stattfindet. Dann würden wir gern im Punkt 2, der ja in dem Ersetzungsantrag, der uns heute zugesandt wurde, vollkommen leer steht, eine Ergänzung einfügen, und zwar die Ergänzung: Der Oberbürgermeister wird beauftragt,
jedem positiv getesteten Dresdner einen Antikörpertest zur Verfügung zu stellen, um so seine mögliche Immunität festzustellen. Auf diese Art und Weise erfahren wir, inwieweit in der Dresdner Bevölkerung bei denjenigen, die schon an Corona erkrankt gewesen sind, offensichtlich, bei denen ein positives Testergebnis vorliegt, eine Immunität schon vorliegt. Und wir erfahren auch, wie hoch die Immunität dann in der Dresdner Bevölkerung, zumindest in Teilen der Dresdner Bevölkerung, ist. Und wir bitten, und auch dafür können Sie gerne Lineal und Stift verwenden, um Streichung von 3a, nicht nur, weil wir nicht glauben, dass wir in Dresden nicht unbedingt auf das Saarland warten müssen, denn wenn die Antragsteller schreiben, bis zu einer bundeseinheitlichen Regelung sicherzustellen, also ich glaube, das muss man nicht warten, das ist ja eine Sache, die jetzt hier in Sachsen auch relativ gut scheinbar heute schon anläuft, deswegen hatte ich auch gedacht, vielleicht wird ein Teil des Antrages heute nochmal auch im Kontext dessen, was wir heute Mittag bzw. heute Nachmittag erfahren haben, was die Landesregierung vorhat, nochmal verändert, ist jetzt nicht der Fall gewesen. Aber dass wir 3a streichen, das sind sozusagen die Punkte. Ich kann das dann gern nochmal, ich fasse es nochmal kurz zusammen. Erstens, im zweiten, in der dritten Zeile, zumindest im eigenen, im eingeschränkten Regelbetrieb streichen. Bei zweitens ergänzen, der Oberbürgermeister wird beauftragt, jedem positiv getesteten Dresdner einen Antikörpertest zur Verfügung zu stellen, um so seine mögliche Immunität festzustellen. Und bei drittens den Punkt A zu streichen. Vielen Dank. So, gibt es weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir mal zur Abstimmung. Und da haben wir einen weitestgehenden Ersetzungsantrag interfraktionell, den wir abstimmen würden. Und wenn ersetzt und beschlossen, dann ist Änderungsanträge obsolet. Wenn der nicht beschlossen wird, dann kommen wir zu dem jetzt gerade eingebrachten Änderungsantrag hier von Freien Wählern. Aber wenn er ersetzt, ist ersetzt. Herr Nitsche. Herr Oberbürgermeister, ich möchte bitte punktweise Abstimmung beantragen. Also ich mache das mal so, in der Interpretation dessen, was Sie beantragt haben, punktweise heißt, ich mache einen Punkt 1 und mache einen Punkt 2. Und die stelle ich zur Abstimmung ersetzend. Kann da theoretisch rauskommen, dass da nur ein Punkt 1 oder nur ein Punkt 2 beschlossen wird. Da muss man gucken, ob da noch was Sinnfälliges wäre. Aber ich gehe mal davon aus, bei der Vielzahl der einreichenden Fraktionen ist das jetzt, was wir gerade hier an Spielchen der Abstimmung machen, Semantik und jetzt nie wirklich kriegsentscheidend für das Ergebnis. So, wer ersetzend dem Punkt 1 seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung? So, der Punkt 1 hat 50 Ja-Stimmen, 11 Nein und 5 Enthaltungen gebracht, hätte damit eine Mehrheit gefunden. Jetzt fragt man nach dem Punkt 2 ab. Wer dem 2 zustimmen möchte, den bitte ich jetzt
um das Stimmzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltungen? Ja, 15 Nein, 5 Enthaltungen, damit auch beschlossen. Damit ist der unter Tagesordnungspunkt 15, so wie der Ersetzungsantrag interfraktionell war, positiv beschlossen worden.